Hallöchen Leute, also ich versuche das jetzt mal ganz kurz zu halten. Das Video, was jetzt noch im Anschluss kommt, das habe ich schon hochgeladen gehabt. Das haben schon 7 Leute laut Anzeige gesehen. Eine hat es schon als gefällt mir markiert. Das habe ich aber auf privat gesetzt, weil ich da zum Ende hin gesagt habe, die Kiste läuft nicht mehr. Die Kiste läuft doch, nachdem ich die hier alle wieder zusammengebaut habe und doch nochmal probiert habe, läuft sie wieder. Ich habe jetzt keinen VDC-Rahmen drinne, den habe ich rausgenommen da unten. Wird auch nicht erkannt. Es hat ein Spiel laden können, und zwar Great Giant Sisters, das kann ich euch mal kurz zeigen. Da kommt jetzt mal kurz Ton. Natürlich noch wieder mit dem defekten SID-Chip. Der VDC ist defekt. Ich gehe von aus, dass der VDC defekt ist. Im Video sage ich was dazu, was ich noch alles gemacht habe, um das rauszufinden. Seht ihr da drinnen auch. Disk-Image laden vom Pi geht teilweise nicht, weil das Laufwerk emuliert, aber nicht exakt 100%, habe ich auch gesagt, dass das nicht hundertprozentig läuft. Das SD2IEC, was ich noch am Ende machen wollte, habe ich auch gemacht. Bin bald wahnsinnig geworden, um das Ding zu programmieren. Damit funktioniert das noch weniger als mit dem Pi. Also das ist gar keine Option mit dem SD2IEC. Und im Video sage ich auch, was dieser VDC kostet und so weiter. Wer mich da noch unterstützen will, unten in der Beschreibung ist ein Link zu PayPal. Guckt euch das Video an, da kommen noch ein paar Infos. Und ich gucke mal, ob ich Floppies kriege. Jetzt mal bei eBay irgendwie ganz schnell auf die Schnelle, die nächsten 1-2 Wochen eventuell auf die Schnelle für 2-3-4 Euro. Muss ich gucken. Ich habe nicht mehr so viel Geld im Moment. Ob ich überhaupt was kriege, damit ich das Laufwerk hier mal irgendwie benutzen kann. Und wenn ich da nur das Image drauf spiele und von da aus starte und das Laufwerk macht das, dann reicht mir das erstmal. Ob das justiert ist oder nicht, sei dahingestellt. Das kann ich erst später machen. Naja, gut. So viel vorab. Erstmal viel Spaß mit dem Video. Und ich hoffe, euch hat es dann auch gefallen. Wenn, würdet ihr mir zeigen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Vielen Dank. Hallöchen, Leute. Jetzt nochmal. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. C128 habe ich euch ja ein Video gemacht, wie ich hier den RAM tausche. Der RAM saß ja, oder sitzt ja, schwenkt mal hier rüber, ein Dor. Die 4 Stück. Die habe ich getauscht, hatte keinen Erfolg. Ob der jetzt so wirklich läuft, weiß ich nicht. Er hat ja noch einen Fehler. RDC RAM 15 oder was das war. Hat mir ein netter Zuschauer unter dem Video kommentiert, dass der C128 noch mehr RAM hat. Ich habe den im Schaltplan nicht direkt erkannt als RAM. Ich habe zwar die ICs gesehen, aber es stand auch nicht dran, dass es RAM ist. Ich habe es einfach übersehen. Warum filme ich die Kiste? Weil der RAM da drunter ist. Und zwar beim VDC. Das Ding hat ja 2 Video-Anzeige-Geschichten hier. Vor allem Gatsche-Kram. Und zwar, hier ist der WIC-Chip, der vom C64, der ja das Video macht für Komposit und was weiß ich. Und der nennt sich wohl VDC, Video Device Converter, keine Ahnung, wie man das Ding nennt, nagelt mich nicht fest. Ich glaube, der ist auch für den C128 Modus. Der macht nämlich hier den RGB mit 80 Zeichen Geschichte. Und wenn man da schon ein bisschen genauer hinschaut, sind da die 2 Oki-Chips, die M41464-15, die ich auch auf der anderen Seite abgelötet hatte, auf dem anderen Platz, der Hauptspeicher. Und die werde ich jetzt nachher gleich auslöten, neue Sockel drauf machen, die ich mir zurecht basteln muss, die wieder reinstecken, beziehungsweise gegeneinander tauschen, gucken, was der RAM-Test sagt. Vielleicht zeige ich euch
das mal ganz kurz im Video. Und habe ja hier noch von dem anderen Hauptspeicher noch die Oki-Chips, die anscheinend ja heil sind. Und werde die dann nochmal reinstecken und gucken, was er sagt. Ob das wirklich jetzt daran liegt. Ob der RAM-Test jetzt dann okay sagt oder nicht. Das ist jetzt noch das Einzige, was jetzt noch irgendwie sein könnte, dass da was ist mit dem RAM. Ich meine, den kann der C64 nicht ansprechen. Irgendwie sowas hatte ich da gelesen, keine Ahnung. Aber da gibt es auch einen Adapter, dass man den auch auf 64, weil der war mal mit 16 Kilobyte bei dem anderen C64, C128 oder so. Der hat hier halt schon 64 Kilobyte. Ja, ist halt so, keine Ahnung. Das werde ich dann machen. Und jetzt nochmal zu der Software-Geschichte. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass die Software, die Images, hundertprozentig laufen. Das kann ich nur in der Emulation auf dem PC mal testen, ob die Images laufen, aber da haben sie eigentlich funktioniert. Ich kann nicht ausschließen, ob das mit dem Raspberry Pi zusammenhängt, dass das nicht funktioniert. Ich kann nicht ausschließen, dass der C128 noch irgendwas hat. Darum habe ich nochmal glücklicherweise wiedergefunden, diese Platine hier, die nennt sich hier SD2IC. Das ist die SD-Lese-Variante, die etwas inkompatibler ist, die mit einem Atmega funktioniert. Das werde ich machen. Natürlich seht ihr schon, es fehlt das IC, das ist abgelötet. Das werde ich wieder anlöten, beziehungsweise erstmal einen Sockel dafür basteln und da das IC wieder reinstecken. Das IC habe ich glücklicherweise auch noch gefunden. Das geht nur mit dem oder mit einem anderen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe noch eine andere Sache gefunden mit SD2IEC-Geschichte. Das ist dann Arduino2IEC, nennt sich das, glaube ich. Muss ich nochmal gucken, vielleicht verlinke ich das nochmal. Da wird der Arduino als Empfängerterminal eingesetzt, über Serialschnittstelle. Empfängt er die Daten und gibt sie an den Commodore rüber. Und am PC ist eine spezielle Sendesoftware, die das dann darüber schickt. Das könnte ich dann auch noch mal ausprobieren, aber da habe ich schon gehört, das soll noch inkompatibler sein als das hier. Das ist schon nicht mehr so ganz kompatibel zu vielen Sachen. Das mit dem Raspi, habe ich ja mal gesagt, so zu ungefähr 95% läuft eigentlich alles da drauf. Es gibt halt Sachen, die laufen da auch nicht drauf. Es gibt noch eine andere Sache, die wohl sehr gut funktioniert und wohl sehr kompatibel und wirklich völlig funktionieren soll, aber ist sauteuer, leider. Das nennt sich Ultimate 1541. Kostet um die 80 bis 100 Euro, habe ich gesehen. Nein. Erst wenn ich wirklich an die Grenzen stoße mit dem Pi 1541, dann werde ich mir das vielleicht mal überlegen. Mit dem SID-Chip, der hier noch ist. Kriegen wir das hin? Hier, der. Da gibt es, glaube ich, 3 Varianten oder 4 oder wie auch immer, um den zu ersetzen. Es gibt den ARM-Pi, ARM-SID, A-R-M-S-I-D. Der, ja, ich weiß nicht, ob der wirklich so kompatibel ist zu diesem hier. Soll den wohl softwaretechnisch sehr gut emulieren und nachmachen. Soll wohl sehr nah dran kommen, aber ob der jetzt mit den Joystick-Porter, mit den Pedals, blablablub, wie ich sagte, ob das noch hinhaut, weiß ich nicht. Es gibt noch den Swin-SID, der soll auf alle Fälle nicht mit Maus und Pedals funktionieren. Wie der ist, weiß ich nicht. Es gibt noch einen FPGA-SID, der ist aber auch teuer, 80, 90 Euro habe ich den gesehen. Der macht das wirklich hardwaremäßig, baut er den fast komplett ident nach. Ja, also es gibt schon einiges dafür. Ich werde gucken, was ich kaufe. Der ARM-SID kostet um die 40 Euro, der Swin-SID, den kriege ich für um die 20 Euro. Den FPGA-SID, wie gesagt, 80, 100 Euro, keine Ahnung, was der da genau kostete. Heftig.
Aber mir geht es eigentlich nur darum, dass das der Ton annähernd passt, dass der annähernd gleich ist. Ist nicht zwingend notwendig, aber annähernd gleich ist. Er muss nicht exakt gleich sein. Und dass eventuell das mit der Maus und Pedals und das, was weiß ich, funktioniert, weil dass man das ja noch mal irgendwie mal benutzen möchte. Maus vor allen Dingen für Geos, weil der 128 hat auch ein Geos. Das wäre schon nicht verkehrt. Gut, da ich ja nur auch nicht ausschließen kann, ob mein C64 hundertprozentig funktioniert, werde ich das alles durchtesten müssen. Das wird mir sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wisst ihr schon mal Bescheid? Das ist jetzt hier so das Vorwort. Wir sehen uns dann gleich wieder. Für euch ist es gleich. Wenn ich dann die Sockel drinne habe und die Cs drinne stecken habe, gegeneinander getauscht, das werde ich dann sagen und so weiter. Für mich ist es ein ganzes Ende später, weil ich fange jetzt erstmal an, Essen zu machen. Das braucht eine Weile, bis das Essen fertig ist. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Für euch gleich, für mich 2, 3, 4, 5 Stunden. Ich weiß es nicht. Okay, dann sage ich schon mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, knapp 7 Stunden später. Hat nichts damit zu tun, dass ich hier so viel zu tun hatte oder sowas. Ne, das war, weil ich noch nebenbei was gemacht habe. Ich muss noch einmal hinhalten. Einmal ein Kabel für die Tastatur. Und den anderen Kram noch fertig gemacht. Und nebenbei hier noch nochmal weggewiesen, essen gewesen. Ist egal. So, ich habe da jetzt Sockel drin, zwei Stück. Ich habe die jetzt noch nicht bestückt. Die habe ich hier. Da sind die zwei. Bei dem einen ist mir eine Leiterbahn ein bisschen, ja, die Durchkontaktierung ein bisschen kaputt gegangen. Ich hoffe, das geht so. Das werde ich nachher gleich mal testen. Ich schalte ihn jetzt gleich mal ein, wenn ich jetzt das Netzteil mal so provisorisch irgendwie angeklemmt kriege. Jetzt seht ihr was. Es steht ready. Gut. Der Speicher ist nicht drinne. Die Tastatur ist noch nicht dran. Ich kann noch nichts machen. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Ran. Testing CPU Memory. Okay. Zur Erinnerung, der RAM steckt noch nicht drinne. Muss bloß aufpassen, dass mir das hier nicht zu heiß wird. Aha, er hat jetzt keinen VDC-RAM gefunden. Er sagt ja kein VDC-RAM. Ah ja. Okay. CPU-Memory. Okay. Er hat kein VD. Oder DRAM oder VDC-RAM oder irgendwie sowas, was er sonst immer gesagt hat. Interessant. Interessant. Geht das? Searching for. Loading. Okay. Normal, Z, okay. Kein VD-RAM oder VDC-RAM oder wie auch immer. Das hätte ich wissen müssen, dass das dieser RAM ist. Das hätte ich wissen müssen. Gut. Ich habe ihn aus. Den alten von unten, vom Main Memory. Der ja kein Fehler angezeigt hat. Das ist auch einer. So, den stecke ich da jetzt rein. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt absolut gespannt. So. Wenn da jetzt noch ein Fehler kommt, muss ich einmal kurz die eine Leiterbahn checken.
Mit der einen Durchkontaktierung, wo ich eventuell mir das kaputt gemacht habe. VDC R2 bis 64K. Okay, er hat es gefunden. Wenn der jetzt okay sagt, dann ist das okay. Ansonsten muss ich noch von unten ein Kabel rüberziehen. Von dem einen Pin zum anderen Pin. Die sind nämlich verbunden. Das ist, glaube ich, ein Adresspin. Achso. Hier von da ein nach da rüber. Das ist ein Adresspin. Das sind die zwei Pins für die eine Adresse. Die geht von dem einen IC zu dem anderen IC rüber. Und da ist mir eine Durchkontaktierung so halb rausgerissen. So halb. Ist der VDC kaputt? VDC Load 44.223, VDC Kopie 5075. Was? Ist der VDC kaputt? Oh nö. Die müssten ja hinhauen. Ich mach mal kurz aus. Ich hole mir mal kurz das Bild. Das ist der von oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geht auf den anderen. Von oben. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. Nein, hat Verbindung. Ist gut. Okay. Der RAM-Test sagt noch Fehler. Der ist warm, der ist relativ kalt. Gib mir noch mal den Piepser. So. Hier. Passt. Ist drauf. 5. 3, 4, 5. Passt auch. Passt. 14. Passt. 10, 11, 12, 13. Passt. Passt auch. 9, 10, 11. 11. Passt auch. Passt. Passt. 9, 18, 6 passt auch. Passt auch. Die digitalen, die analogen Eingänge sind da. Kasras, bla 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 ist auch da. Okay. D0 passt. 3, das hatte ich ja glaube ich gerade gehabt. Passt. 18, ja. 15, passt. 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 Der passt. Passt. Na, hier drüber dürfte er nicht, oder nicht? 15. Passt. Passt. Also, es ist keine Leitungsunterbrechung drin. D0 bis D7 kommt aus dem Chip, gehen auf den RAMs. A0 bis 7 kommt aus dem Chip, geht auf den RAMs, auf beide. Keine Unterbrechung. Die Ks, die Ras und die W-Leitung, muss ich so sagen, right enable ist das, gehen auch beide drauf, parallel, wird nicht geswitcht.
So, der 74 LS, das ist der U24. Der ist für digital zu analog RGB irgendwie oder so. Kann nur der VDC kaputt sein. Kann eigentlich nur der VDC kaputt sein. Warte mal, digital 0 bis digital 7 von wo auch immer die jetzt wieder herkommen. Wo kommen die jetzt her? So, wo war ich stehen geblieben? D0 bis D7 kommt vom Hauptramm. Gibt es eine Leitungsunterbrechung, weil die digitalen Ausgänge hier gehen mit auf den digitalen Ausgang da. Siebzehn, 18, 17, 2, 3, hat er 15, 17, passt. Hat der Pin 3, der ist klar, der 5 Volt. Okay, 17, 16, 15 und 17. Okay. Also, ich schätze mal, das IC ist kaputt. Wenn er VDC RAM Error kommt, den gleichen Errorcode mit den beiden ANNI-ROMs. Dann waren wahrscheinlich die ROMs gar nicht defekt, hier überhaupt nicht. Und ich habe jetzt umsonst einen total getötet. Sondern das IC ist defekt. 8568. 8568, google mal danach. MOS 85 68. Video Display Controller VDC, was Graphics, bla bla bla. IB. $57. Gibt's den auch in Deutsch? Gibt's den auch in Euro? IB.de. Gehen wir bei IB.de gucken. MOS 8568, 49 Euro. Nee. Also 49 Euro, das Geld habe ich bei aller Liebe nicht. Ich weiß nicht, wenn einer von euch da draußen mir dieses IC spendieren will. Unter dem Video ist eine PayPal-Adresse, da könnt ihr mir gerne dann einen Betrag X spenden und dann bestelle ich dieses IC. Ich denke mal, das IC ist kaputt, weil die digitalen Leitungen kommen von dem RAM da rein, die digitalen und analogen Leitungen gehen da rein und raus. Er sagt denselben Fehler wie vorher, obwohl die zwei Chips sind andere. Ich probiere das jetzt gleich nochmal mit den MT-Chips, nicht mit den Oki. Vielleicht sind jetzt auch die 150 Nanosekunden zu viel und er will jetzt die 120 Nano haben, wie die da unten. Ich weiß es nicht. Aber rund 50 Euro für neues IC hier habe ich nicht. Das
Nee, also ich bin nicht Rockefeller und das, das kann ich nicht. Das kann ich absolut nicht, wenn der bei eBay 49 Euro kostet mit Versand. Sofortkauf, brandneu, gewerblich, zwei verfügbar. Mit Versand 4 Euro sind 53 Euro. Die habe ich nicht. Wo soll ich denn die herholen? So, jetzt habe ich zwei MT-Chips drinne. Muss ich das Netzteil da wieder raufsetzen? Das ist mir eindeutig zu teuer. Also ich kann es nicht. Ich kann hier keine 50 Euro investieren und nochmal 40 oder was Euro für den SID-Ersatz. Das kann ich einfach nicht. Das sind ja, das kann man ja schon sagen, 100 Euro allein nur, um die Kiste wieder halbwegs ans Laufen zu kriegen. Und dann weiß ich immer noch nicht, ob die Kiste hundertprozentig läuft, weil das Diskettenlaufwerk ist ja auch noch kaputt. Und ein neues Diskettenlaufwerk werde ich wahrscheinlich erstmal nicht finden oder für 200-300 Euro. So, da das da alles erledigt ist. Ich lasse die Chips da drinne. Ich mache den Deckel drauf, dass da zumindest ein bisschen Kühlung dran ist. Nein, nein, das mache ich nicht. Das tut mir leid. Ja, das kann ich nicht. Also wenn einer von euch da draußen mir da unterstützen will, bitte unten ist Beschreibung drinne. Spendenadresse oder wie auch immer, könnt ihr gerne einmal spenden. Dann kaufe ich die ICs oder das IC zumindest. SID ist noch nicht so wichtig. Denn ja, Diskettenlaufwerk. Wie gesagt, da weiß ich noch gar nicht, ob das überhaupt noch hinhaut. Ich habe es jetzt zwar geklebt, aber ob das wirklich einen Erfolg hatte, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich muss erstmal meine Disketten finden. Und wenn das Diskettenlaufwerk auch hinüber ist, dann brauche ich einen Ersatz. Und Ersatz wird wahrscheinlich, wenn es original von dem ist, an die, ja, ich schätze mal, zwischen 100 und 300 Euro kosten. Wenn man überhaupt eins kriegt, heißt das. Ja, ist derselbe Fehler. VDC Load, VDC Copy, das ist auch immer wieder anders. 44.228, VDC Copy 5069. Ich kann nicht mal sagen, ob das wirklich, ob das nur ein Fehler vom Anzeigen ist oder wirklich ein Fehler aus dem Chip, aber ich schätze mal, das ist aus dem Chip. Wenn er da nämlich Load und Copy immer irgendwie was anderes hat. Denn stimmt das, ne? Stimmt da was nicht. Dann stimmt da was ganz und gar nicht. Also ihr habt ja zugeguckt, ich habe das durchgeklingelt. Also die ganzen Verbindungen sind da. Die Verbindungen nach da unten in den RAM-Bereich sind da. Also das, was vom Hauptram da reingeht, ist da. Die Verbindung von dem Chip zu den RAM ist da. Es kann nur noch der RAM, das IC selber sein. Was anderes kann es nicht sein. Keine Ahnung. So, ich werde mal, weil ich jetzt einfach mal wissen will, ob das Ding noch hinhaut. Das Ding hier nochmal gucken, was ich dazu nochmal alles benötige, genau, und ob das Ding noch hinhaut. SD2IC, das mit dem Raspi haut ja wahrscheinlich hin. Ich kann es nicht genau sagen. Wer jetzt bis hierhin geguckt hat, vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt im Anschluss kommt dann noch der Test, ob dieses SD2IC hinhaut. Viel mehr wird jetzt aber auch nicht mehr kommen. Also erstmal danke fürs Zugucken.